Diese Kritik war hart. Hier hat STRG F ihre Zuschauer klar belogen. Offensichtliches Framing, nichts daran ist journalistisch. Rezo hat auf einen Film von STRG F reagiert und auch generell unsere Arbeitsweise in Frage gestellt. Nach seiner Veröffentlichung gab es viel Unmut in unseren Kommentaren. Wir werden in diesem Video auf die wichtigsten Kritikpunkte eingehen. Auf den Vorwurf, wir hätten zu wenig Zeit zum Antworten gelassen. 11 Minuten vor der Frist, die er mir gesetzt hatte. Wir hätten Nahrungsergänzungsmittel zu Unrecht in Frage gestellt. Ja, ist es so? Wir würden einseitig über den Süßstoff Sucralose berichten. Und die ist zum Beispiel zu dem Ergebnis gekommen, dass Sucralose dabei sicher ist. Und ja, wir sagen auch noch mal was zu Theo Stratmann. Eigentlich ist es mir relativ scheißegal. Wir haben einen Film über More Nutrition gemacht, eine Nahrungsergänzungsmittelmarke. Kapseltime! Wie ich es geschafft habe, damit tatsächlich medikamentfrei zu leben. Mit Nahrungsergänzungsmitteln wird More Nutrition zum Multimillionenkonzern, bis die Marke plötzlich öffentlich in der Kritik steht. Mit diesen Rezepten habe ich 50 Kilo abgenommen. So habe ich ausgesehen, vor gut einem Jahr. Und da hatte ich More dann abgeholt und gesagt, ach, jeder kann das noch. Und du kannst noch mal 5 oder 10 Kilo oder wie auch immer. Ja, und dann, sowas catcht dich. Und das lässt sich halt psychisch nicht los, dieses Können. More Nutrition, wie ehrlich sind die Versprechen, heißt das Video, das wir am 10. November veröffentlicht haben. Wir haben darin verschiedene Kritikpunkte herausgearbeitet und More Nutrition umfangreich dazu angefragt. Und wir haben per Mail auch ausführliche Antworten bekommen. Die zentralen Argumente von More Nutrition haben wir an 9 Stellen in unserem Film eingebaut. Und genau darum geht es. Das ist hier das Thema. Wie geht man mit der anderen Seite um? More Nutrition hat ausführlich auf unsere Fragen geantwortet. Und dann geht es in unserem Film auch kurz um Rezo. Er war lange Zeit eines der berühmtesten Werbegesichter von More Nutrition. Ich habe ja schon verschiedene Kooperationspartner gehabt, aber zu keiner Kooperation habe ich bisher so viel positives Feedback bekommen wie zu der mit More. So, jetzt wird getestet. Ich habe hier 3 verschiedene Labormuster. Junge. Das ist so sick, Alter. Ja, nice. Ich glaube, ich habe meinen Favorite gefunden. Vorab einmal kurz, in unserer halbstündigen Reportage nimmt Rezo 1 Minute und 20 Sekunden ein. Was wir damit sagen möchten, er war ein Nebenaspekt unserer Recherche. Da wir ihn aber als Werbegesicht thematisieren, haben wir ihn natürlich angefragt. Und genau um diese Anfrage geht es in seinem Video. Er wirft uns darin vor allem vor, für die Beantwortung unserer Anfragen hätten wir ihm zu wenig Zeit gegeben. Um 12:45 schrieb STRG F mir, dass ich jetzt gut 2 Stunden Zeit hätte, die Fragen zu beantworten. Um 14:49 Uhr wurden mir dann da im Chat die Fragen zugeschickt. 11 Minuten vor der Frist, die er mir gesetzt hatte. Also sie schicken mir im Chat dann diese Fragen und geben mir dann gut 1 Stunde dafür Zeit. 11 Minuten, 1 Stunde, wenn man das hört, klingt es tatsächlich nicht fair. Aber die Anfrage beginnt schon einige Tage vor diesem Chat. Aber von vorn. Jemand wie Rezo steht nicht im Telefonbuch. Wer ihn sprechen will, muss sein Management kontaktieren und auf seinem YouTube-Kanal findet sich im Impressum diese E-Mail-Adresse. Hinter dieser Adresse steht eine Agentur in Köln, die zahlreiche berühmte Künstler vertritt. Ihr Job ist es also, Anfragen, also auch Presseanfragen, entgegenzunehmen und natürlich auch weiterzuleiten. An diese Adresse haben wir am Dienstag, 7. November 2023 geschrieben. Es ging um diese 3 Fragen. Bei der ersten Frage ging es um die möglichen Gefahren beim Erhitzen von Chunky Flavor. Bei der zweiten um die Gefahren von Diabetes oder Gewichtszunahme beim Einnehmen von Süßstoffen. Und die 3. Frage, warum hat Rezo sich dazu entschieden, weiter für More Nutrition zu werben? Wir haben Rezo um die Beantwortung binnen 2 Tagen gebeten, also bis Donnerstag. Fragen zu Produkten bzw. Inhaltsstoffen, für die Rezo sein Gesicht gibt. Seitdem ich das erste Mal ausprobiert habe, es ist jeden Tag, also literally jeden Tag. Ich liebe es so, so, so sehr. An dieser Stelle ein paar Facts zu unserer generellen Arbeitsweise. Am Anfang steht immer eine Recherche. Aus unseren Recherchen ergeben sich oft Kritik oder Vorwürfe, gegen eine Person oder ein Unternehmen zum Beispiel. Wir müssen natürlich rausfinden, was diese zu den Vorwürfen sagen. Das heißt, wir stellen eine Anfrage, per Telefon, persönlich und auch schriftlich. Wie kommt jetzt das Zeitfenster zustande, das wir zum Beantworten unserer Fragen ergeben? Das legen wir gemeinsam mit unserem Justiziar Klaus Siegmann fest. Wir schauen uns an, wie viele Vorwürfe es sind und wie umfangreich die sind. In der Regel geben wir mindestens 48 Stunden Zeit zur Beantwortung. So lauten auch die Richtlinien von Funk dazu. More Nutrition haben wir zunächst um ein Interview gebeten. Nachdem das abgelehnt wurde, haben wir 19 Fragen geschickt mit einer Antwortfrist von 72 Stunden und haben im Anschluss Nachfragen gestellt.
An Rezo hatten wir 3 Fragen. Wir haben also diese Anfrage zur Agentur geschickt. Um sicherzugehen, dass unsere Anfrage wirklich angekommen ist, hat unser Kollege Sebastian danach bei der Agentur angerufen. Er hat dort erzählt, dass wir für Steuerung F arbeiten, eine wichtige Anfrage an Rezo haben und er hat gefragt, ob unsere Mail angekommen ist. Er hat die Antwort so verstanden, ja, unsere Mail ist angekommen. Zusätzlich hat mein Kollege Sebastian Rezo am 7. November über seinen Insta-Account angeschrieben. Die KollegInnen vom ZDF-Magazin Royal, mit denen wir gemeinsam recherchiert haben, haben übrigens auch über Insta Kontakt zu Rezo aufgenommen. Es war total entspannt, das Neo-Magazin schrieb mich auf Insta an, sagte, yo, Rezo, wir recherchieren gerade zu dem Thema, können wir darüber reden? Und ich habe gesagt, ja, sure. Dem ZDF-Magazin Royal hat Rezo also geantwortet. Auf unsere Anfrage per Mail und Telefon über Rezos Management und zusätzlich über seinen Insta-Kanal kam bis zum Ende der Frist am Donnerstag nichts. Erst jetzt kommen wir also zu dem Freitag, von dem Rezo hauptsächlich in seinem Video spricht. Freitag ist der Tag, an dem wir unsere More Nutrition-Reportage gemeinsam mit dem ZDF-Magazin Royal veröffentlichen wollen. Von Rezo hatten wir bis dahin keine Antwort bekommen. Wir hätten also in unserem Film sagen müssen, Rezo antwortet auf unsere Fragen nicht. Damit wollten wir uns aber nicht zufrieden geben und haben deshalb weiter nachgehakt. Wir wollten wissen, ob Rezo sich wirklich nicht äußern möchte. Wir mussten also am Sendetag versuchen, ihn schnellstmöglich zu erreichen. Wir haben einen Kollegen angerufen, von dem wir wussten, dass er direkten Kontakt zu Rezo hat. Wir bekommen von ihm die Nummer von Rezos Arbeitshandy. Am Freitag, den 10. November 2023 um 9.56 Uhr schreiben wir Rezo also eine SMS. Hier beginnt auch Rezos Erzählung in seinem Video. Eines Tages, an einem Freitagvormittag, bekomme ich eine SMS von einem Sebastian von Steuerung F mit der Frage, ob es dabei bleibt, dass ich mich nicht äußern möchte. Weirde Suggestivfrage, wenn man bedenkt, dass das der erste Kontakt war, den wir hatten. Ganz so unfreundlich, wie Rezo es darstellt, finden wir die SMS eigentlich nicht. Aber macht euch selbst ein Bild. Wir schreiben nämlich... Hallo Rezo, hier ist Sebastian Heidelberger vom NDR Steuerung F. Du hast unsere Anfrage bisher nicht beantwortet. Bleibt es dabei, dass du nichts sagen willst? Das wollte ich nur einmal nachfragen. Beste Grüße, Sebastian. Also, am Dienstag hatten wir Rezo bei Insta geschrieben, seinem Management unsere Fragen per Mail geschickt und das Management anschließend telefonisch kontaktiert. Freitag früh hatten wir keine Antwort auf unsere Fragen. Wir schreiben also auf einem weiteren Kanal, per SMS. Bleibt es dabei, dass du nicht antwortest? Wir sind ja zu dem Zeitpunkt erstmal davon ausgegangen, dass unsere Fragen angekommen und damit auch bekannt sind. Aber wir versuchen noch mehr. Kurz nach dieser SMS an Rezo rufen wir ein zweites Mal bei seinem Management an und Überraschung, die Mitarbeiterin erkennt meinen Kollegen Sebastian sofort. Er muss nicht groß erklären, worum es geht. Sebastian fragt also nach, bleibt es dabei, dass wir keine Antworten von Rezo bekommen? Die Antwort der Mitarbeiterin, keine Antwort, ist ja manchmal auch eine Antwort. Okay, das war Telefonat Nummer 2. Aber um ganz sicher zu gehen, schreiben wir danach eine weitere Mail ans Management. Sehr geehrte Damen und Herren, wie telefonisch besprochen, hier meine Nachfrage per Mail. Rezo hat bis zur Frist nicht auf unsere Fragen reagiert. Bleibt es dabei? Ein kurzes Ja würde mir reichen. Wenn er doch mit uns sprechen will, dann müsste er sich bis heute 12 Uhr melden. Danke. Beste Grüße, Sebastian Heidelberger. Also, um es nochmal zu verdeutlichen, Rezos Agentur, die für Presseanfragen zuständig ist, bekommt dienstags eine Mail mit Fragen von uns. Bis Freitag rufen wir dort noch 2-mal an. Man erinnert sich an uns. Wir schreiben am Freitag nochmal hinterher, dass wir jetzt wirklich eine Antwort brauchen bis 12 Uhr. Aber irgendwas scheint hier schief zu laufen, denn um 11:45 schreibt Rezo uns offenbar völlig ahnungslos. Hey, sorry, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Erstmal vorweg, woher hast du diese Nummer? Hast du die aus dem Doxing-File? Solltest du wirklich von Steuerung F sein und irgendwelche Fragen haben, dann schick die entweder gerne rüber, dann sehe ich zu, dass ich das die Tage schriftlich in Ruhe beantworte. Andernfalls können wir heute auch kurz telefonieren als Hintergrundgespräch. Rezo bietet uns also ein Hintergrundgespräch an. Dazu kommen wir später nochmal. Aber zunächst antworten wir... Ich habe deine Nummer von einem Kollegen. Können wir kurz telefonieren? Wenn du dich äußern willst, müssen wir bis 15 Uhr sprechen bzw. eine Antwort bekommen. Eine Sache findet Rezo schon mal doof. Auf die Frage, woher er denn diese Nummer hat, sagte er nur von einem Kollegen. Danke für diese klare Antwort. Es ging Rezo ja offenbar erstmal um die Frage, ob er gedoxt wurde. Unsere Antwort darauf, nein, die Nummer kommt von einem Kollegen. Grundsätzlich, wenn sich zum Beispiel Leute bei uns melden und uns Informationen oder auch Kontakte geben, nennen wir deren Namen erstmal nicht. Denn auch das ist Quellenschutz. Dann geht Rezos Kritik weiter.
Er sagte dann, dass er eine Anfragemail am Dienstag an meine Management-E-Mail-Adresse geschickt hatte. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht, aber später habe ich dann rausgefunden, dass diese Mail bei meinem Management im Spam-Ordner gelandet ist. Und weil man natürlich nicht jeden Tag den Spam-Ordner checkt, kam die Mail also nicht an. Okay, der Spam-Ordner, da landet viel und vielleicht checkt man den als Privatperson auch nicht jeden Tag, aber als große Agentur, deren Job es ist, Anfragen an Künstler anzunehmen, vielleicht besser schon, oder? Jen, stellt euch mal vor, ein zukünftiger Kooperationspartner meldet sich mit einem Angebot. Und Presseanfragen wie unsere, naja, sind eigentlich auch ganz gut vom klassischen Spam zu unterscheiden. Denn der Betreff war ja nicht Viagra ohne Rezept, XXL-Gewinnspiel oder Bitcoin-Millionärs-Club, sondern Anfrage NDR More. Jedenfalls ist es ganz klar die Verantwortung eines professionellen Managements, sich um die Weiterleitung von Presseanfragen zu kümmern. Wir haben bei der Agentur nochmal nachgefragt. Dieses Mal wurde unsere Mail beantwortet, aber wir haben keine explizite Erlaubnis, aus unserem Mailverkehr mit der Agentur zu zitieren. Ein klärendes Gespräch wurde abgelehnt. Alles wird dadurch leider noch verworrener. Die Agentur beteuert ebenfalls, dass unsere Anfrage per E-Mail an Rezo im Spam-Ordner gelandet sei. Dieser wird aber nicht täglich eingesehen. Unser Zeitfenster zur Beantwortung sei für die Agentur zu kurz gewesen. Außerdem sei in unserem Telefonat vom 7. November, dem Tag, als unsere Anfrage einging, der Eingang gar nicht bestätigt worden. Stattdessen sei es um die Frage, weshalb noch keine Antwort kam, gegangen. Man habe uns gebeten, eine Reminder-Mail zu schreiben. Das war aber Inhalt unseres zweiten Telefonats. Warum unser erster Anruf nicht dazu führte, dass unsere Anfrage rechtzeitig bei Rezo landete, konnten wir nicht klären. Aber warum sonst sollen wir da angerufen haben? Eine Pizza haben wir uns bestimmt nicht von Köln nach Hamburg bestellt. Wir Journalisten bekommen ständig keine Antwort. Menschen, denen wir Fragen stellen, ducken sich weg. Sie sind im Urlaub, haben in den Bergen gerade schlechtes Netz oder E-Mails landen im Spam-Ordner. Wer solche Erklärungen täglich hört, wird irgendwann misstrauisch. Zwischen Rezo und uns ging es dann laut Rezo folgendermaßen weiter. Also der Sebastian hätte mir ja schon längst die Fragen nochmal in den Chat rein copy-pasten können, weil er wusste, dass ich nichts von irgendwelchen Fragen weiß, aber das ist halt nicht passiert. Also, ich sage, dass ich keine Fragen habe. Er hat den direkten Kontakt zu mir, wir schreiben miteinander und anstatt mir die Fragen zu schicken, schickt er mir diese gut zweistündige Frist. Ohne Fragen. Wie gesagt, nachdem wir am Morgen erst wieder beim Management angerufen hatten, anschließend eine weitere Mail ans Management geschickt hatten, dachten wir, die Fragen seien spätestens jetzt an Rezo weitergeleitet. Im besten Fall sogar mit ihm besprochen worden. Aber offenbar war das immer noch nicht der Fall. Ich habe nur dazu gesagt, dass ich jetzt gleich zur Therapie muss und deswegen in einem kurzen Zeitraum nicht kann. Also, sie wussten, dass ich aufgrund meiner Therapie erst ab 16 Uhr wieder kann, weil das stand im Chat. Und sie setzen die Frist trotzdem bis 16 Uhr. Okay, wir können euch nur sagen, das war unserer eigenen Hektik an diesem Tag geschuldet. Das hätte uns echt nicht passieren dürfen. Mentale Gesundheit ist immer wichtiger als irgendwelche Deadlines. Dafür möchten wir um Entschuldigung bitten. Wir sind natürlich trotzdem auch nach 16 Uhr ans Telefon gegangen, als Rezo dann angerufen hat. Denn wir wollten ja weiterhin seine Antworten. Was jetzt also kommt, ist das Hintergrundgespräch. Ihr erinnert euch bestimmt. Das hatte Rezo in seiner ersten Antwort-SMS an uns angeboten. Und so nennt er es sogar selbst in seinem Video. Abgesehen davon war es ja ein Hintergrundgespräch. Was ist ein Hintergrundgespräch? Dazu ein Blick in den Leitfaden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DJV. Das ist der Deutsche Journalistenverband. Hintergrundgespräche sind als solche zu behandeln. Vertraulichkeitsabsprachen sind einzuhalten. Sollte dennoch aus vertraulichen Äußerungen zitiert werden, muss das Zitat vorher ausdrücklich freigegeben werden. In diesem vertraulichen Hintergrundgespräch geht Rezo dann auch auf unsere drei Fragen ein. Offenbar sind sie also doch nicht zu komplex. Wir sagen immer wieder, danke für die Antworten hier, aber wir brauchen die auch nochmal schriftlich. Hä? Wir telefonieren seit einer halben Stunde. Ihr könnt diese Antworten doch nehmen. Und wenn irgendwas unklar wäre, dann frag mich, dann klären wir das kurz. Wo ist das Problem? Aber wenn ich eh die Antworten selber schreiben muss, warum haben wir dann eine halbe Stunde telefoniert? Was ist also hier das Problem? Erst im Laufe des Telefonats hat Rezo uns gesagt, dass wir seine Antworten zitieren dürfen. Okay, cool. Trotzdem brauchen wir im Nachgang eine schriftliche Freigabe. So können wir uns sicher sein, dass Rezo tatsächlich einverstanden mit den Zitaten ist und die Formulierungen Wort für Wort korrekt sind. Denn aufzeichnen dürfen wir ein vertrauliches Hintergrundgespräch nicht. Aber okay, zurück zur Chronologie des Freitags. Du hattest gesagt, dass wir einige Punkte aus dem Gespräch zitieren dürfen. Das wäre für uns jetzt folgendes. Rezo hinterfragt die Studie vom BfR zu den Gefahren von Sucralose. Er sagt uns in einem Hintergrundgespräch, dass er sich länger und intensiver mit den einzelnen Studien befassen müsste, um eine eindeutige Antwort geben zu können. Und jetzt sehen wir, warum das auch sehr sinnvoll ist, das alles nochmal schriftlich zu machen. Denn Rezo schreibt... Danke für den Recheck der Antwort. Nee, da sehe ich meine Antwort nicht so ganz.
Und er schickt uns die korrekte Antwort nochmal schriftlich, die wir dann auch unter unserem More Nutrition Video im vollen Wortlaut abbilden. Und dadurch, dass sie sagen, wir haben drei Fragen gestellt und er hat leider nur eine beantwortet, kommt es natürlich so rüber, als hätte ich Fragen unbeantwortet gelassen. Richtig ist, Rezo hat uns gefragt, ob wir auch noch die Antworten auf unsere anderen Fragen haben möchten. Also ihr wollt jetzt meine Antworten zu Frage 2 und Frage 3 auch rechecken oder nicht mehr? Klar wollen wir das. Deshalb schreiben wir auch seit 9.56 Uhr am Morgen Nachrichten und telefonieren. Wir schreiben also... Wenn du noch weitere Antworten hast, sind wir natürlich daran interessiert. Schick sie mir gerne. Eine Antwort bekamen wir dann nicht mehr. Um 20 Uhr ging unser Video online, die Uhrzeit, die wir zur gemeinsamen Veröffentlichung mit dem ZDF-Magazin Royal vereinbart hatten. Das Video ging online mit einer Texttafel, die wir kurz vor dem Upload einbauen konnten, die auf Rezos Antwort direkt unter dem Film verweist. Wir hatten seine schriftlichen Antworten zu unserer ersten Frage angepinnt. Wir hätten auch Rezos andere Antworten nachgereicht. Es ist nur bis heute nichts mehr gekommen. Wir wollten trotzdem weiterhin mit Rezo sprechen, richten nach unserer Veröffentlichung sogar noch ein weiteres Gesprächsangebot an ihn. Das Angebot wurde nicht angenommen. Stattdessen macht Rezo einen Film. 38 Minuten über Steuerung F mit vielen Vorwürfen und Unterstellungen. Und jetzt die Frage, hat er uns mit seinen Vorwürfen konfrontiert? Ihr ahnt es. Nein. Aber warum nicht? Wir haben Rezo nochmal danach gefragt. Seine Antwort an uns kam per Video. Ich persönlich sehe nicht, wie das die Situation konstruktiv verändert hätte, nachdem der Austausch mit euch in diesem Ausmaß unprofessionell und unehrlich war. Also zum einen, wenn man jemandem Vorwürfe in einem Video macht, ist es nicht einfach nur nett, ihn dazu zu hören. Es ist, wie schon mal erklärt, auch Pflicht. Aber wir verstehen, Rezo ist gerade nicht so gut auf uns zu sprechen. Trotzdem hier nochmal das Angebot. Wir würden dich wirklich gern davon überzeugen, dass es sehr produktiv sein kann, sich mit uns auszutauschen. Wir haben doch auch keine Lust, es über gegenseitige Videos zu machen. Eine Sache ist aber tatsächlich dumm gelaufen. Rezo hat uns im vertraulichen Hintergrundgespräch gesagt, dass er sich von More Nutrition trennen wolle. Ich hatte das Steuerung F in dem Telefonat auch gesagt und ich habe ihm auch gesagt, warum ich das so mache. Hier ein Ausschnitt. Genau. Und da finde ich es einfach wichtig, dass ich mir auch so ein bisschen die Ruhe nehme und die Zeit nehme, sozusagen, das nochmal zu evaluieren sozusagen und dann nochmal reinzublicken, weil wie du selber merkst, das ist ja so komplex. Und zusätzlich dazu habe ich ihnen sogar gesagt, dass ich einen Aufhebungsvertrag gemacht habe. Ich bin sogar gerade dabei, Aufhebungsvertrag zu machen. Der Aufhebungsvertrag, was ich da noch nicht wusste, war sogar vor meinem Kontakt mit Steuerung F schon längst von allen Seiten gesigned. Also das war durch. Und der hat eben zur Folge, dass mein aktueller Vertrag bald endet. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, eine wichtige Info. Und zwar eine, die juristisch ist. Quasi ein Geschäftsgeheimnis. Rezo hätte uns also auch diese Information schriftlich geben müssen, was er ja nicht getan hat. Das heißt für unseren Bericht, wir konnten euch die Info nicht geben. Was wir aber mit unserem Hintergrundwissen dann nochmal anders hätten formulieren sollen, war dieser Satz hier. Am Ende bleibt, Rezo trennt sich nicht von More. Das hätten wir nach unserem Hintergrundgespräch rausnehmen können. Und wir haben es mittlerweile auch getan. Wir fragen am 11. Dezember auch nochmal bei More Nutrition nach, wie es denn jetzt um den Werbevertrag zwischen Ihnen, der Marke More Nutrition, und Ihrem Werbegesicht Rezo steht. Sie schreiben uns... Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns aus Gründen der Vertraulichkeit grundsätzlich nicht zu Vertragsangelegenheiten äußern. Aber wie ist das jetzt alles zu bewerten? Hatte Rezo jetzt genug Zeit oder nicht? Diese Antwort ist komplex. Denn obwohl wir im Rahmen einer fairen Frist gemäß journalistischen Richtlinien angefragt haben, ist scheinbar, warum auch immer, nichts bei ihm angekommen. Haben wir alles getan, um Rezo unsere Fragen zukommen zu lassen? Bei einem Brief zum Beispiel gilt, wird der eingeworfen, gilt er als zugestellt. Wenn er nicht geöffnet wird, ist das nicht das Problem des Absenders, sondern des Empfängers. Aber wie ist es bei E-Mails? Es gibt Gerichtsurteile, die besagen, eine E-Mail gilt auch als zugestellt, wenn sie im Spam landet. Aber unabhängig davon gilt für uns Journalisten, dass wir eine besondere Sorgfaltspflicht haben. Heißt konkret, wir müssen alles dafür tun, dass unsere Fragen ankommen. Das haben wir gemacht, indem wir zweimal beim Management angerufen haben, eine Insta-Nachricht geschrieben haben und eine weitere E-Mail geschickt haben. Und indem wir uns über Umwege Rezos Nummer besorgt haben, um ihn direkt zu kontaktieren. Dass wir am letzten Tag etliche Male die Deadline verschoben haben, das war nicht, um Rezo zu verwirren oder zu ärgern, sondern um eine verlässliche Vereinbarung zu bekommen, bis wann seine Antworten kommen, damit wir es irgendwie noch schaffen können, die einzubauen. Als wir jetzt am Ende gehört haben, Rezo weiß nichts von unseren Fragen, da waren wir zugegebenermaßen ein bisschen misstrauisch. Trotzdem wollten wir weiter eine Antwort. Wäre es besser gewesen, er hätte jetzt mehr Zeit zum Antworten gehabt? Ja.
Warum haben wir trotzdem veröffentlicht? Weil Rezo eine winzige Rolle in unserem Video spielte. 1:20 von rund 30 Minuten Film. Es ging ja eigentlich um More Nutrition und wir hatten eine Kooperation mit dem ZDF-Magazin Royal, wollten um 20 Uhr gemeinsam veröffentlichen. Rezos Antworten wollten wir dann nachreichen. Der Kanal war immer offen. Würden wir es nochmal genauso machen? Wir würden den Film wahrscheinlich nicht stoppen, aber wir würden Rezo vielleicht aus dem Film schneiden und seine Rolle in einem eigenen Video später behandeln. Aber aus all dem den Vorwurf zu konstruieren, wir arbeiten unsauber oder unjournalistisch, ist übertrieben und unfair. Denn unser Bemühen zeigt ja gerade das Gegenteil. Ein weiterer Punkt, den Rezo uns vorwirft, ein Funk-Podcast, in dem ich, Desiree, zu Gast war. In einem Podcast von Funk sagt Steuerung F sogar dazu, dass sie ja versucht haben, mich zu erreichen, aber ich habe die Frage nicht beantwortet und es kam angeblich gar nicht zu einem Gespräch. Wir wollten das natürlich auch wissen, haben auch versucht, ihn zu erreichen. Ja, diese Antwort hätte ich mir auch auf jeden Fall gewünscht und ich hätte super gerne persönlich mit ihm darüber gesprochen. Aber ja, leider hat er uns auf diese Frage nicht geantwortet und es ist auch bis zur Veröffentlichung unseres Films zu keinem persönlichen Gespräch zwischen uns gekommen. Das ist gelogen. Mit uns meinte ich hier mich, also Desiree und Rezo. Zwischen uns ist es auch nicht zu einem persönlichen Gespräch gekommen. Aber klar, mein Kollege Sebastian und Rezo, die haben miteinander telefoniert. Daran habe ich in dem Moment im Podcast nicht gedacht. Das hätte ich sagen sollen, das war ein Fehler. Aber das war nicht die einzige Sache in dem Video, die nicht so wirklich clean war. An einer anderen Stelle verbreitet Steuerung F die folgende Aussage, auch völlig unkritisch. Nahrungsergänzungsmittel sind für einen gesunden Menschen, der sich normal ernährt, eigentlich überflüssig. Ja, ist es so? Also zuerst mal, Rezo tut in seinem Video so, als hätte ich das gesagt. Als sei das meine persönliche Meinung, die ich einfach so ungefiltert in den Raum stelle und behaupte. Was er dabei weglässt? Mal schauen, was eigentlich in unserem Film vorkommt. Das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt allerdings, Nahrungsergänzungsmittel sind für einen gesunden Menschen, der sich normal ernährt, eigentlich überflüssig. Also das ist nicht die Meinung von mir, einer einzelnen STRG-F-Journalistin, sondern vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Und wir wollten in unserem Film nicht vermitteln, kein Mensch sollte Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Wir haben nur darauf hinweisen wollen, dass es vielleicht nicht für jeden sinnvoll ist, sich täglich, inspiriert von Influencer-Videos, händeweise Kapseln reinzufahren. 17 Kapseln, der Hardcore-Test. Ohne, dass ein Arzt vorher einen Mangel festgestellt haben könnte. Und übrigens, wir sagen in unserem Film auch an keiner Stelle, dass kein Mensch Vitamin D benötigt. Wir erklären nur, dass More Nutrition und seine Influencer zum Teil ganz schön hohe Dosen empfehlen. 8 Kapseln, das ist nicht nur doppelt so viel, wie auf der Verpackung steht. Das entspricht auch 100 Mikrogramm Vitamin D. Das Bundesinstitut für Risikobewertung schreibt dazu sogar, die Einnahme hochdosierter Vitamin-D-Präparate sollte eigentlich nur unter ärztlicher Kontrolle erfolgen. Und dass wir im Film davon sprechen, dass das BfR sagt, nicht jeder braucht Nahrungsergänzungsmittel, das ist auch nicht nur eine einzige Quelle, wie Rezo behauptet. Damit ist das BfR nämlich nicht allein. Repräsentative Studien in Deutschland zeigen, dass bei der Mehrzahl der Vitamine die Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr im Mittel erreicht oder sogar überschritten werden. Mehr als 1 Milliarde Euro geben die Menschen in Deutschland jährlich für Nahrungsergänzungsmittel aus. Dabei ist die Einnahme solcher Präparate für die meisten von uns nicht unbedingt notwendig. Nur wenige Personengruppen profitieren von einer Supplementierung mit Vitaminen oder Omega-3-Fettsäuren. Die Lebensmittelindustrie spielt mit den Ängsten der Verbraucher, denn Deutschland ist kein Vitaminmangelland. Und eins wollen wir hier noch ergänzen. Wenn ihr meint, dass ihr einen Mangel an Nährstoffen habt, dann klärt das bitte mit eurem Arzt. An einer Stelle, zu der Sie mich auch im Video befragen, geht es um den Süßstoff Sucralose und was passiert, wenn man damit kocht oder backt. Sie zeigen dazu Folgendes. Wenn Sucralose erhitzt wird, zu über 120 Grad, dann zersetzt sich das und diese Zersetzungsprodukte sind in Tierversuchen krebserregend. Und deshalb gibt es auch vom Bundesinstitut für Risikobewertung die Empfehlung, Sucralose eben nicht über 120 Grad zu erhitzen. Sollte man einfach beachten, indem man sucralosehaltige Produkte dann nicht zum Backen oder Kochen verwendet.
Und sie sprechen von einer Warnung über mögliche krebserregende Auswirkungen. Aber wie kommt denn das BfR zu ihrer Empfehlung? Naja, sie haben damals in ihrer Einschätzung 8 Studien mit einbezogen. Und warum gerade diese 8 und nicht noch andere? Das kann ich nicht beantworten. Das können wir auch nicht beantworten. Wir haben Herrn Smollig auch mit der Einschätzung des BfR konfrontiert und nach seiner Meinung dazu gefragt. Grundsätzlich teile ich die Einschätzung des BfR, denn die Gesamtdatenlage unterstützt klar die Empfehlung, Sucralose nicht zu erhitzen. Der Experte empfiehlt weiterhin, Produkte mit Sucralose nicht über 120 Grad erhitzen, bis es neue Daten und Erkenntnisse darüber gibt. Aber was ist da mit Rezos neuester Studie, die was ganz anderes rausgefunden hat? Und es gibt auch Studien, die sowas dann machen. Zum Beispiel eine relativ neue aus 2021, die wirklich Pizza, Kuchen und Kekse mit Sucralose untersucht hat. Und die ist zum Beispiel zu dem Ergebnis gekommen, dass Sucralose dabei sicher ist. Diese Veröffentlichung, die Rezo da erwähnt, ist dieselbe, auf die uns auch More Nutrition verwiesen hatte. Finanziert wurde diese Veröffentlichung von 2 Firmen. Die eine stellt Sucralose her, die andere verkauft den Süßstoff in Produkten. Alle Autorinnen und Autoren, die an der Veröffentlichung mitgeschrieben haben, haben für eine der beiden Firmen gearbeitet. Wir haben Rezo gefragt, warum er das in seinem Video so gar nicht erwähnt. Auch dazu schickt er uns ein Video, hier 40 Sekunden daraus. Ich habe in meinem Video eine ganz, ganz grobe Übersicht darüber gegeben, dass das grundsätzliche Erhitzen von Sucralose gar nicht so 100% eindeutig und einseitig ist, wie es bei euch dargestellt wurde. Dafür gibt es genug Studien und Bewertungen und Meinungen von ExpertInnen, die das halt zeigen. Und vor diesem Hintergrund kann man natürlich bei verschiedenen Studien noch erwähnenswerte Aspekte weiter ausführen. Dazu zählt die Methodik, die Finanzierung, ob ein Interessenkonflikt angegeben wurde oder nicht, in welcher Publikation es veröffentlicht wurde oder ob es halt reviewed wurde und vieles mehr. Das muss ja alles nichts bedeuten, aber es kann ein Indikator für Aussagekraft sein. Aber davon jetzt einzelne Sachen rauszupicken und auf eigene Faust zu bewerten, wäre meiner Meinung nach absolut fehl am Platz. Hier sehen wir uns nicht ganz korrekt wiedergegeben. Wir sehen auch, dass die Sache nicht 100% eindeutig ist, aber offenbar reicht die Datenlage für das Bundesinstitut für Risikobewertung aus, um zu empfehlen. Bis zu einer abschließenden Risikobewertung empfiehlt das BfR Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie Lebensmittelherstellern, sucralosehaltige Lebensmittel nicht auf Temperaturen zu erhitzen, wie sie beim Backen, Frittieren und Braten entstehen, beziehungsweise Sucralose erst nach dem Erhitzen zuzusetzen. Allerdings finde ich ganz persönlich schon ein bisschen wild, wenn es denn gesundheitliche Gefahren haben könnte, es weiterhin fahrlässig und völlig unkritisch ohne Warnung zu empfehlen. Meine ganz persönliche Meinung, lieber einmal mehr Safety First, aber das kann uns sollte jeder für sich selbst entscheiden. Hey, kurzer Hinweis. Ich bin Mirko und ich war der Reporter im Steuerung F-Video über den CO2-Fußabdruck von reichen Menschen. Auch das hat Rezo in seinem Kritikvideo aufgegriffen. Auch in letzter Zeit stand Steuerung F wieder mehrfach für ihre Videos in der Kritik. Zum Beispiel bei dem Theo Stratmann-Video. Das war ja ein Video über Superreiche und wie die so leben. Theo Stratmann. Halb YouTube-Deutschland hat auf ihn reagiert. Theo Stratmann? Der komische Junge da, der bei Steuerung F den Intelligenzbolzen gespielt hat. Ich werde auf jeden Fall nicht einsparen. Es gibt ja auch Leute, die fahren nicht in Urlaub, ne? Die sparen ja dann für mich ein. Digga. Wie beeinflussen Superreiche das Klima? Und das Thumbnail ist, ich scheiß aufs Klima. Ey, das kann nicht, das kann er nicht. Das ist doch ein f***ing Sketch, Digga. Heilige Scheiße. Oh mein Gott, das sind doch alle seine Freunde. Im Video ging es um die Frage, warum verursachen Reiche deutlich mehr CO2 als Normalos? Denn das ist durch viele Statistiken belegt. Doch unter anderem das Springer-Medium Business Insider fragte sich, wie reich ist Theo Stratmann eigentlich wirklich? Doch was, wenn Theo gar nicht super reich ist, sondern vor allem super provokant? Und gerade deshalb für die Steuerung F-Doku ausgewählt wurde. Krasse Aussage. Der Business Insider stellt in Frage, ob Theo reich ist oder wir ihn nur wegen seiner provokanten Sprüche ausgewählt hätten. Rezo übernimmt das. Um es einmal ganz klar zu sagen, das ist schlicht falsch. Aber wie war es wirklich? Warum passt Theo Stratmann in unser Video? Das Thema unseres Videos zeigt diese Grafik. Daten zeigen, allein die reichsten 10% der Deutschen verbrauchen extrem hohe Mengen an Treibhausgasen. 257 Millionen Tonnen in einem Jahr. Das ist mehr als die gesamte ärmere Hälfte mit 237 Millionen Tonnen. Die oberen 10% verursachen mehr CO2 als die unteren 50. Aber wer gehört dazu? Das Problem? Es gibt keine offizielle Definition von reich oder superreich. Laut verschiedenen Quellen wie dem Bundestag oder dem Institut der Deutschen Wirtschaft gilt jemand als reich, wenn er oder sie um die 4.000 Euro netto verdient. Die Bundesbank zählt jemanden zu den obersten 10%, der mehr als 725.900 Euro Nettovermögen besitzt.
sitzt. Das haben wir im Film gesagt und übrigens, auch der Business Insider hat das mal so berichtet. Gehört Stratmann zu dieser Gruppe der obersten 10%? Der Business Insider befragt dazu Theos Vater Lutz Stratmann. Mir ist es ein Rätsel, woher Theo das Geld für seinen angeblich so luxuriösen Lebensstil haben will. Nun, Theo hat aber die letzten Jahre gar nicht bei seinem Vater gelebt, sondern beim Rest der Familie, über die der Business Insider aber schweigt. Aus Quellenschutz, wie sie uns beantworten. Auch wir haben über Theos Familie geschwiegen, weil wir sie zum Schutz ihrer Privatsphäre raushalten wollten. Auch auf Wunsch von Theo. Nur so viel können wir dazu sagen. Theos Familie verdient ihr Geld mit Immobilien. Allein durch diese Immobilien gehört sie nach den Definitionen schon zu den 10 reichsten Prozent der Deutschen. Theo ist zudem auf eine Privatschule gegangen und wir haben mit Leuten aus seinem Umfeld gesprochen, die uns seinen luxuriösen Lebensstil bestätigt haben. All das haben wir natürlich vor der Veröffentlichung gecheckt. Obwohl der Gegenstand der Berichterstattung nicht war, wie reich genau irgendjemand ist, sondern wie viel CO2 er durch seinen Lebensstil produziert. Deswegen haben wir dem Business Insider auf die Frage, welche Belege wir für seinen wohlhabenden beruflichen und familiären Hintergrund wir gesehen haben, auch geantwortet, sein tatsächlicher beruflicher und auch familiärer Hintergrund spielen für unsere Berichterstattung keine Rolle. Auch wenn wir sowohl Bilder von seinen Flügen in einem Privatjet gesehen haben und Zeugen, die vertraulich mit uns gesprochen haben, diesen Eindruck eines reichen Lebensstils bestätigen. Der Business Insider zitiert uns allerdings prominent nur mit folgendem Satz. Sein tatsächlicher beruflicher und auch familiärer Hintergrund spielen für unsere Berichterstattung keine Rolle. Den Rest des Satzes erwähnen sie nur kurz am Ende des Beitrags, nämlich dass wir Bilder von seinen Privatjetflügen gesehen haben und mit Zeugen aus seinem Umfeld gesprochen haben. Welche Wirkung dieses verkürzte Zitat hatte, kann man bei Rezo sehen. Auf Nachfrage gab man sogar zu, dass es der Redaktion von Steuerung F bei der superreichen Doku eigentlich egal war, ob da jetzt Superreiche zu sehen sind. Bitte was? Also, danke für die Ehrlichkeit, aber das hat ja dann nichts mehr mit Journalismus zu tun, ne? Wir haben sowohl seinen Background gecheckt und uns erst dann für Theo als Interviewpartner entschieden. Und das haben wir übrigens dem Business Insider auch so mitgeteilt. Vor allem das Vorgespräch und die überprüfende Recherche vor dem Dreh waren für uns ausschlaggebend, ihn als Protagonisten zu wählen. Das erwähnt der Business Insider aber leider gar nicht. Gehört Stratmann zu den 10 reichsten Prozent, die auch für den meisten CO2-Ausstoß verantwortlich sind? Ja, aber vor allem, er fliegt im Privatjet, fliegt nach Dubai, hat einen entsprechenden Lebensstil. Ist er superreich? Wenn man darunter zum Beispiel Elon Musk oder Bill Gates versteht, nein. Wir haben zwar an keiner Stelle im Film gesagt, dass Theo Stratmann superreich ist, aber wir haben im Titel und Thumbnail des Filmes zugespitzt. Theos Bild, daneben der Text Superreiche, klar, man spitzt im Titel oft zu, aber das hier war irreführend und hat sicher zur Diskussion beigetragen. Deshalb haben wir das geändert und werden zukünftig damit vorsichtiger sein. Rezos Kritik an uns war hart und wir nehmen sie sehr ernst. Den Punkt mit seiner Therapie zum Beispiel, das hätte uns auch im größten Stress echt nicht passieren sollen. Am Ende bleibt, schaut weiter bei allem, was ihr auf YouTube seht, kritisch hin. Bei uns, bei Rezo, aber auch bei More Nutrition, um die es ja eigentlich gehen sollte. Wir sind hier auf viele, aber nicht auf alle Vorwürfe eingegangen. Weitere Infos findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören. Over and out. Frohe Weihnachten. Tschüssi. Ach so, und wenn ihr jetzt eh schon hier seid, dann schaut doch nochmal in unsere alte More Nutrition Reportage rein. Oder schaut in dieses Video. Ist Social Media peinlich? Das Ende von Seven vs. Wild. Wie gerechtfertigt ist die Kritik?